Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Freunde. Willkommen aus Winterberg. Wir haben heute Donnerstag, erster Tag vom Dirtmasters Festival. Wir sind gestern Abend schon angereist, haben auch schon ein paar Leuten den Arsch gerettet. Dicker Kaminbrand, haben wir den erstmal gemeldet. Blendet euch hier mal was ein. War auf jeden Fall schon gestern Abend sehr interessant. Hier ging aber nicht mehr viel im Winterberg. Deswegen, ich nehme euch heute mit. Heute steht auf dem Plan, wir haben uns E-Bikes geliehen von Aubert. Wird erstmal E-Bike geheizt heute. Dann gehen wir ein bisschen über die Expo, gucken uns das Enduro-Training an. Und dann gucken wir, was sonst noch hier passiert auf dem Festival. Ich nehme euch mit. Viel Spaß euch. Let's go! Wir sind gerade auf dem Weg zum Steinfeld. Hier geht die Downhill-Strecke, die Enduro-Strecke runter. Ich muss schon sagen, sieht geil aus. Gucken wir uns nachher auch mal an, heute Abend oder so. Morgen ist ja hier Deutsche Meisterschaft Enduro. Genau, aber da haben wir schon Downhill-Training. Mal schauen, was wir da sehen. Ja, wir fahren jetzt erstmal zum Wookies Cup und gucken uns mal da die Strecke an. Wir haben gerade mal am Steinfeld geguckt, ist auf jeden Fall komplett anders abgesteckt wie sonst die Jahre. Aber könnte echt witzig werden. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir treten gerade wieder zum Auto, bringen die Bikes weg und dann werden die E-Bikes geholt. Freunde, wir sind on the road. Ich habe heute das Aubert Wild und Justus das Rise. Also Justus hat die Trail-Variante und ich habe die schwere Enduro-Variante. Geht schon gut. Cockpit ist mir ein bisschen zu hoch. Ich kriege keinen Druck aufs Vorderrad. Aber ist schon geil, mit denen über die Trails zu fliegen oder auch mal welche hoch. Hat schon echt was. Macht Bock. Was? Macht Bock. Genau. Also pushen kann man mit dem Ding, ey. Junge, Junge. Der drückt richtig rein. Und wenn ich runterschieb's natürlich noch mal mehr. Das ist schon krass. Hui. Sehr geil. Freunde. Wir machen gerade Mittag, waren gerade E-Bike heizen. War eigentlich richtig cool. Die Trails im Trailpark, so heißt er, waren auch cool. Also mit dem Enduro weiß ich nicht, wäre mir ein bisschen zu flach, aber mit dem E-Bike war es richtig wild. Hat richtig Laune gemacht. Ich hatte jetzt nichts auszusetzen, hat ein bisschen geklappert das Rad. Wie gesagt, Vorbau war mir zu hoch persönlich, aber ich denke mal für 90% der Leute reicht das aus. Wir essen jetzt hier noch weiter. Und dann schauen wir mal, jetzt gleich kommen noch ein paar Leute und dann gehen wir mal eine Strecke. Ich denke mal, wir gucken uns mal Wookies Cup oder so an, ist im Jahr 17 Uhr Rennlauf. Genau, und dann wird das noch ein cooler Abend nachher auf der Party. Ich kann das nicht. Nein, nicht so machen. Nicht ansetzen. So, Justus sich hat versenkt. Ja. Christian in der Führung war. Hey, Jungs, muss nachziehen. Ah! Verkackt. Ja.
Freunde, wir versacken hier gerade bei Rose. Ich glaube, das wird hier nichts mehr mit. Also, Rip-Off ist schon vorbei und Rookies Cup, glaube ich, auch. Wir haben gerade eine Runde Jenga gespielt. Wir drei, Philius und ich gegen Christian, Lasse und Moritz. Los, Mann! Schade. Jetzt nur mit den Füßen rausziehen. Eine Runde nur mit treten. Jetzt hast du gut. Sehr gut. So, Freunde, die Sonne, die geht jetzt gleich unter. Meine Kaufempfehlung von und uns scheint die Sonne aus dem Arsch. Ihre Fleischerei des Vertrauens. Bitte. Und wir machen jetzt erstmal den Grill an. Gern. Von feinstem Nackensteaks, Kräuterbutter vom Schwein. Es kommen noch dicke Spare Ribs. Genau. Wird noch dick geschmachtet und dann geht's gleich noch auf die Party. Ja, Freunde, ich habe übrigens mein Laufrad, was ich in Tottenham zerstört habe. Das ist mittlerweile bei Little Swiss. Und die wollen wir neues machen. Sehr nett von denen, sehr cool. Und was sagt der Kenner? Geil. Aber auch gut gebraten. So, Freunde, ich würde mal sagen, ich beende das Video. Wir haben jetzt kurz nach 12. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Party war heute Abend nicht mehr ganz so gut. Bisschen enttäuscht, aber gut, was willst du machen? Tag an sich war heute sehr entspannt. Morgen früh ist um 8 Uhr Trackwalk. Dann wird's ernst. Dann geht's zum Downhill Cup. Startnummer haben wir heute schon geholt. Also schaltet morgen wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Aktiviert die Glocke, ne? Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns morgen. Wir putzen uns jetzt noch die Zähne und dann geht's in die Haia. Haut rein. Ciao.